Hi Leute, ich hoffe, es geht euch gut und ich melde mich heute mal wieder zurück mit einem kleinen Update. Ich hatte das schon lange vor, allerdings habe ich mich in den letzten Wochen vor allem jetzt in Arbeit vergraben. Ich habe einige neue Projekte an den Start gebracht und eigentlich eine sehr gute Zeit. Also mir geht's gut. Und ich bin sehr, sehr froh über meine Entscheidung vom letzten Video, was ich euch mitgeteilt habe. Ich habe trotzdem Videos produziert und zwar in die Richtung Online-Kurse. Also habe ich momentan zwei Kurse an den Start gebracht, die wahrscheinlich bald veröffentlicht werden. Der eine geht um ein Thema, mit dem ich schon wirklich seit 2008 in Kontakt bin, nämlich die Suchmaschinenoptimierung, insbesondere die Keyword-Recherche. Und dazu biete ich bald einen Online-Kurs auf udemy.com an. Also, ich glaube zwar nicht, dass es unter euch jemanden gibt, der sich dafür interessiert. Möglich ist es natürlich. Aber ja, falls euch das interessiert, dann werde ich dazu mit Sicherheit auch ein kleines Update bringen, sobald der Kurs live und veröffentlicht ist. Der zweite Kurs dreht sich um ein gesundheitliches Thema, mit dem ich vor über einem Jahr sehr lange Zeit zu kämpfen hatte, nämlich das Thema Analfissur und die Heilung davon und die Selbstheilung davon. Und dazu habe ich auch versucht, einen Kurs zu machen, der hilfreich ist für Menschen, die betroffen sind davon. Und jetzt bin ich sozusagen erstmal wieder am Durchschnaufen, denn das hat mir jetzt sehr viel Zeit und Arbeit gekostet, die ich reingesteckt habe. Und ich bin momentan jetzt am Ende von diesem Produktionsprozess und Erstellungsprozess und der Veröffentlichung. Jetzt ist es bei der Prüfung und wenn es geprüft ist, erfolgreich geprüft ist hoffentlich, dann kann es veröffentlicht werden und dann werde ich euch natürlich gerne auch Bescheid geben, falls ihr euch für irgendwas davon interessiert. Ansonsten ist es so, ich habe mich ja schon ziemlich stark vom Gaming verabschiedet. Wie ihr ja mitbekommen habt, wahrscheinlich im letzten Video. Allerdings habe ich natürlich nicht aufgehört zu zocken, hin und wieder mal. Also ich habe erst mal, ich glaube, ja, seit nach dem Video direkt ganz, ganz viele Tage. Ich habe gar kein so krasses Zeitgefühl mehr momentan, weil ich einfach nur in meinen Projekten drin bin und das versuche aufzubauen, was ich weiterhin aufbaue in meinem Leben. Deswegen viele, viele Tage danach habe ich 0, gar nichts gespielt. Ich habe nur meine Projekte verfolgt, war nur in Gedanken, war nur in Denkprozessen drin und habe mir auch viele Dinge angehört oder durchgelesen. Und ja, jetzt habe ich allerdings mal wieder ein bisschen Verschnaufpause gefunden, dass ich abends hin und wieder doch mal in Games reinschauen kann. Und eins davon ist No Rest for the Wicked, wie ihr ja wahrscheinlich noch mitbekommen habt, von einem Video, was ich vor meinem Ende veröffentlicht hatte oder einige dazu ja. Und bisher kann ich euch wirklich sagen, ich feiere das Game. Ich werde dazu noch irgendwann mal was bringen, sobald ich weit genug fortgeschritten bin in dem Spiel. Deshalb nur ganz kurze Info, ja, ich zocke immer noch was und momentan ist es No Rest for the Wicked. Aber dazu dann auch bald, wahrscheinlich in ein paar Wochen oder so, mal ein Video für euch. Es ist ja nicht so, dass ich hier wirklich schwarz-weiß und alles hört auf und ich mache nie wieder sowas oder so, sondern es ist einfach nicht mehr, dass ich wöchentlich, täglich fast Gaming-Content bringe und dann irgendwie versuche, da eine Regelmäßigkeit einzubringen. Ich bin ein Gamer, ich war vor meinem YouTube-Kanal ein Gamer und ich bin nach meinem YouTube-Kanal auch noch ein Gamer, weil ich auch so aufgewachsen bin, zum Beispiel mit Konsolen und so weiter. Ihr wisst es, denke ich mal. Was steht sonst noch an? Momentan ist so viel im Gange. Also dieses Jahr 2024. Es ist Wahnsinn. Wirklich brutal, was bisher alles abgegangen ist. Es ist erst April. Und ich denke, das Jahr ist schon fast zu Ende, aber es ist erst 4 Monate her. Also ich habe so viel schon gemacht, so viel aber auch erreicht und bin so viel vorwärts gekommen, dass ich sehr, sehr zufrieden und stolz auch momentan bin. Deswegen positive Vibes.
Definitiv. Es wird weitergehen, wenn das Wetter wieder schöner wird, packe ich mit Sicherheit das Longboard aus, worauf ich mich schon sehr freue, auch wieder hier ein bisschen was in die Richtung zu machen. Meine Vergangenheit mit Longboards ist ebenfalls ziemlich, ziemlich lang. Als Kind natürlich viel Skateboard gefahren und dann, als das Kickboard rauskam, wer sich daran noch daran erinnert, von K2 oder K2 haben wir damals einfach gesagt. Als das Kickboard rauskam, habe ich mich dann für ein Longboard entschieden, eins mit solchen Federachsen und einer Curve, einer Biegung drin. Also ein sehr flexibles. Ich glaube, Indiana Longboards hieß das damals, das Teil. Und da kam ich zum ersten Mal in Berührung mit den Longboards, habe dann drei, vier verschiedene Longboards besessen seitdem und bin dann auch lange Zeit, als ich in Leipzig war, zur Arbeit gefahren. Jeden Tag mit dem Longboard, wenn das Wetter gut war. Und das waren 5 Kilometer hin und 5 Kilometer zurück. Also ich habe jeden Tag 10 Kilometer mit dem Longboard zurückgelegt. Also mehrere hundert Kilometer in meiner Zeit in Leipzig mit dem Longboard gefahren. Es war ein Earthwing, falls sich da jemand auskennt oder weiß oder auch im Longboard unterwegs ist in der Szene, sage ich mal. Und ja, jetzt gucke ich mal, habe ich die Lust, mich mit Longboard Dancing auseinanderzusetzen und das auszuprobieren und da mal zu schauen, wie weit ich komme, weil ich finde, je mehr man ins Alter kommt, ich rede jetzt schon wie ein alter Mann, das ist es aber auf keinen Fall, aber je mehr man ins Alter kommt und Familie und Kind und Frau und so weiter und dann vielleicht wird die Wohnung größer oder das Haus und so. Manchmal so viel zu tun, es gibt so viel zu machen den ganzen Tag. Dann finde ich, rostet man so ein bisschen ein, manchmal, wenn man nicht drauf aufpasst. Und man kommt dann in so einen Trott und in so einen Alltag vielleicht. Und dabei vergisst man dann auch, sich zu bewegen, rauszugehen, etwas auszuprobieren, auch neue Dinge auszuprobieren. Und sich erneut herauszufordern, vielleicht auch. Und genau das sind Sachen, die ich in meinem Leben immer versucht habe zu überwinden. Sei es, dass ich mich in bestimmte Denkmuster begebe und in denen bleibe, einfach nur weil es bequem ist. Oder dass ich einfach sage, okay, die Welt ist so, das Leben ist so und du musst dich jetzt so gut wie möglich daran anpassen, dass du es so einfach wie möglich hast. Ich habe immer versucht, in meinem Leben davon auszubrechen und nicht in dieses Muster zu verfallen. Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Aber ein wichtiger ist natürlich, dass ich persönlich das Leben als eine Herausforderung, aber auch als ein Geschenk sehe. Und ich denke, man muss es nutzen, so gut es geht, und entdecken, so viel es geht. Und natürlich mit einer notwendigen Portion Verantwortungsbewusstsein, auch Verantwortung gegenüber Familie zum Beispiel. Aber man muss auch Dinge tun, die gut für einen selbst sind. Also damit meine ich nicht nur, oder damit meine ich gerade nicht so arg eigentlich nur auf dem Sofa sitzen und Filme schauen, sondern damit meine ich Dinge, die dich hier in Bewegung halten, Dinge, die dich aktiv, stark mobil halten und möglichst jung und gesund. Und Dinge, die dir neue Impulse geben im Leben. Und sich vor sowas nicht zu verschließen und in Muster zu verfallen und zu sagen, das war's jetzt und das Einzige, wie ich mich noch ernähren kann und motivieren kann durch dieses Leben, ist Materialismus. Ist zum Beispiel so viel zu arbeiten, dass es für irgendwas reicht und dann zu sagen, kann ich wieder in Urlaub gehen oder dann kommt irgendwann die Rente. Was mache ich dann eigentlich Sinnvolles? Sinnvolles. Oder mache ich einfach nichts? Oder mache ich einfach irgendwas,
weil ich nicht mehr weiß oder weil ich im Leben schon so festgefahren bin, dass mir gar keine Idee kommt, was ich Sinnvolles wirklich machen kann. Und entwickle mich dann zu einer Art von Mensch, die eigentlich niemand braucht oder eine Art von Mensch, den man selbst nicht mehr leiden kann, wenn man in den Spiegel schaut. Also, das sind Dinge für mich, wer weiß, wie das Leben kommt, aber normalerweise noch weit weg, weit in der Zukunft. Und was ich meine, ist auf jeden Fall einfach durchs Leben zu gehen und nicht schon in einem Alter, wie ich jetzt zum Beispiel bin, zu sagen, oh, das war's jetzt und das mache ich jetzt einfach noch 20 Jahre und fertig ist es. Mein Leben ist, seit ich 15 Jahre alt bin etwa, nicht mehr so verlaufen, nicht geradlinig verlaufen, sehr, sehr verwinkelt und in mehreren Abschnitten und Wendungen und so weiter verlaufen, an verschiedenen Orten verlaufen, in verschiedenen Wegen, Bildungswegen, Berufen und so weiter. So viel passiert. Aber rückblickend bin ich sehr stolz darauf, denn ich habe viel gesehen und ich habe viel nachgedacht und ich habe viel gelernt und auch wenn es in meinem Leben in der Vergangenheit zu Konflikten kam oder Menschen dachten, ich habe es einfach gehabt im Leben. Dadurch habe ich erst mal gesehen, wie wenig mich manche Menschen kennen und überhaupt nichts von mir verstanden oder mitbekommen haben. Ja, da wird mir einfach für mich selbst bewusst, wow, ich versuche hier was und ich entwickle mich weiter und ich werde mich nicht aufhören, weiterzuentwickeln. Und für mich persönlich ist das extrem wichtig als Mensch in meiner Identität, in meinem Charakter, wie ich mich sehe und sehen möchte auch. Und ich denke, für mich geht es einfach darum, dass ich in Zukunft Dinge mache und weiterhin Dinge mache und verstärkt mich Themen widme, die da draußen für irgendjemanden wertvoll, hilfreich, nützlich sind und möglichst auch eine gewisse Portion Freude und Leichtigkeit in die Welt bringen. Und ich glaube, das ist von mir so ein Teil, den ich momentan weiter versuche auszubauen und auch teilweise zu erkunden dadurch. Und ich bin sehr froh, auf diesem Abenteuer zu sein. Das mal vielleicht nur kurz, ich sehe gerade die Zeit, das nur kurz als Update von mir, so ein kleiner Videoblog, sag ich mal. Obwohl ich das jetzt auch nicht, ich habe nicht vor, einen Videoblog zu machen, nicht, dass ich jetzt denke, ich fange jetzt sowas an. Vielleicht mache ich mal wieder so ein Video, vielleicht auch erst in einem Monat, keine Ahnung. Ich habe kein Ziel damit, nur dass ihr wisst, ich habe kein Ziel damit. Und ja, schön, dass wir uns auf jeden Fall mal kurz gesehen und gesprochen haben, sozusagen mein innerer Monolog mit euch. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch weiterhin natürlich alles Gute, egal auf welchem Weg ihr gerade seid, was ihr gerade macht und was ihr gerade versucht oder vor welcher Herausforderung ihr steht im Leben. Jeder hat seine Herausforderungen, jeder hat seine Kämpfe, seine Schlachten zu schlagen und ja, dahin zu gehen, wo auch immer euer Herz euch hinführt, denke ich mal. Das ist der richtige Weg. In diesem Sinne. Leute, bis zu einem nächsten Video, vielleicht irgendwann mal her. Und macht es gut.